Kurz vor den Toren Berlins und doch umgeben von tiefen Wäldern liegt das evangelische Johannesstift. Es wurde vor über 150 Jahren von dem Hamburger Theologen Johann Hinrich Wiechern gegründet, mit dem Auftrag, Armen, Kranken, Gefangenen und Kindern zu helfen. Bis heute ist die Arbeit am Johannesstift geprägt von Wicherns zupackendem Leitsatz: Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Also das evangelische Johannesstift ist ja eine Einrichtung mit einem christlichen Auftrag. Und das treibt auch natürlich die Arbeitsfelder voran und prägt auch die Geschichte. Aufgrund dieses Auftrages gibt es auch das Leitbild. Und das Leitbild hat eben unter anderem Elemente wie niemand ausgrenzen, eine Gesellschaft, die niemand ausgrenzt. Zu dem 75 Hektar umfassenden Gemeinwesen in der Schönwalder Allee gehört auch die Behindertenhilfe des Johannesstiftes. 500 Mitarbeiter kümmern sich hier um das Wohl von Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung. Grundsätzlich ist die Gesundheitsförderung bereits seit längerer Zeit ein wichtiger Bestandteil der Arbeit in der Behindertenhilfe des evangelischen Johannesstiftes. Vor 3 Jahren wurde schließlich mit der Entwicklung eines systematischen Gesundheitsmanagements begonnen. Unser Ziel war eben, das Thema Gesundheit in unserer Strategie fest zu verankern. Also nicht als Eintagsfliege sozusagen etwas im Sinne von Gesundheitsförderung nur so zu betrachten, sondern eben auch das Gesundheitsverhalten, aber auch die Gesundheitsverhältnisse sozusagen zu betrachten und das auch analytisch zu betrachten und daraus dementsprechend auch unsere Strategien zu entwickeln. Und für mich ist es wichtig, dass Gesundheitsmanagement und die Gesundheitssorge als Führungsaufgabe verstanden wird. Ganz im Sinne dieses Leitbildes ist auch die erhöhte Aufmerksamkeit für berufsspezifische psychosoziale Belastungen der Mitarbeiter. Unter der Leitung der Gesundheitsmanagement-Expertin Irene Preußner-Moritz wurden in mehreren Gesundheitszirkeln gesundheitsrelevante Projekte erarbeitet. Dabei wurden ganz konkrete Ziele und Strategien formuliert und diese dann an die Mitarbeiter herangetragen. Hier in der Sozialwirtschaft ist es ja sehr oft, dass das Nein-Sagen schwierig ist. Ja, es gibt eine sehr hohe Bereitschaft, sich zu engagieren, aber auch sich zu verausgaben. Und da kippt es eben, dass das eben auch problematisch wird für die Gesundheit der Einzelnen. Und diese Grenze wahrzunehmen, also auch wahrzunehmen, wenn ein Mitarbeiter nicht mehr kann, überfordert ist, wahrzunehmen, dass ein Mitarbeiter Nein sagt und auch anzunehmen, dass das erlaubt ist. Ein anderes Beispiel ist das in der Einrichtung NAVIS entwickelte Ernährungsprojekt mit dem Ziel, Mitarbeitern und Bewohnern gesunde, ausgewogene Kost nahezubringen. Und dann haben wir angefangen, auch unsere Bewohner mit einzubeziehen, dass sie auch Gerichte für sich entdecken, die sie gerne essen, die man dann aber auch ein bisschen abgewandelt hat, dass man die Fette, Öle zum großen Teil weggelassen hat, sodass man im Laufe der Zeit dann wirklich zu einer gesunden Ernährung gelangt ist und dass jeder daran teilhaben kann. Da haben wir eine Kochgruppe, die gemeinsam mit den Therapeuten bestimmte Gerichte eben auf gesunder Basis kocht. Ja, also für mich ist schon mal die Sache, dass ich ein paar Schritte gehen kann dadurch, dass ich mich fitter fühle. Anstatt Schokoriegel nimmt man sich dann mal einen Apfel. Ein anderer Aspekt des Themas Work-Life-Balance ist natürlich die Bewegung. Hier wurden unter anderem Freizeitsportgruppen gegründet. In einer zum Johannesstift gehörenden Sporthalle können die Mitarbeiter sich nach Dienstschluss an verschiedenen Aktivitäten beteiligen. Aber auch in den Arbeitsalltag selbst können kleine Fitnessübungen integriert werden. Ich war vorher nicht so sehr sportlich und seit ich mich mit Gesundheitsmanagement befasse und auch arbeitsmäßig damit zu tun habe, mache ich morgens immer meinen PC an, dann move ich in der Zeit, wo der PC hochfährt. Dann habe ich eine Sportgruppe hier im Betrieb gefunden, wo ich mich angeschlossen habe. Und wir haben ja das Projekt Run of Spirit, wo die Bewohner als auch die Mitarbeiter laufen. Und da habe ich gedacht, die Bewohner sind so und üben das ganze Jahr, dass ich das total schön fand und gesagt habe, also das Abend möchte ich auch mitmachen und habe trainiert und trainiere jeden Samstag eben für den Run of Spirit. Natürlich gibt es immer auch Leute, die kann man für ganz bestimmte Themen begeistern. Und das ist ganz wunderbar und wir haben das große Glück, dass wir solche Menschen haben, Mitarbeiter haben, die sich für ganz bestimmte Themen auch begeistern. Und wenn die für etwas brennen, dann können die sozusagen das Feuer auch bei den anderen mit entfachen.
Es gehört zu den Besonderheiten der Behindertenhilfe am Johannesstift, dass gesundheitsfördernde Angebote oft Mitarbeitern und Bewohnern gleichzeitig zugänglich sind. Neben explizit gemeinsamen Aktivitäten, wie dem auch international beachteten Run of Spirit, gibt es allerdings auch reine Therapieangebote, wie etwa klassische Physiotherapie oder die ebenso spezielle wie erfolgreiche Hippotherapie in der einrichtungseigenen Reithalle. Gemeinsam ist allen Aspekten die feste Verankerung in den Grundwerten des Johannesstiftes. Wir haben hier in der Behindertenhilfe ein Leitbild. Wenn die die Gruppen betreten, hängt das Leitbild sozusagen im Eingangsbereich. Hilft den Menschen, so wie du es dir für dich in seiner Situation wünscht. Finde ich ein ganz, ganz tolles Leitbild. Und ja, ich denke schon, dass wir auch das leben. Weil wir wissen alle, wie das ist, wenn wir uns mal nicht so fühlen. Und wenn dann jemand da ist, der uns auch begleitet, so wie wir das uns wünschen, finde ich, ist eine tolle Sache. Die Glaubwürdigkeit der vielen Engagements im Rahmen des Gesundheitsmanagements, die darin angelegte Stärkung der Eigenverantwortung und nicht zuletzt die überall spürbare hohe Wertschätzung der Mitarbeiter führten schließlich zur Vergabe des Gesundheitspreises 2011 der BGW an die Behindertenhilfe am Evangelischen Johannesstift. Wir waren sehr überrascht und dann ein bisschen stolz, dass wir diesen Preis gewonnen haben. Wir haben unsere Bemühungen, die habe ich nicht alleine vorgestellt, sondern es waren gerade die Leute auch dabei, die für diese Sache brennen. Und ich glaube, es ist uns gelungen, dass wir authentisch waren. Dass das, was wir gesagt haben, dass das das ist, was wir tatsächlich auch in unserem Herzen tragen und auch gerne wahrmachen möchten.